Ja Leute, beim Fußball wird man jetzt sagen, wir sind zurück an alter Wirkungsstätte. Ja? Ich bin zurück nach Stuttgart heute Morgen gelandet und ich stehe hier gerade beim Tukat, ja, vor der Haustür. Und zwar lasse ich mir heute eine Kreatinglättung machen von Ulvi. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich habe Ulvi nämlich ultra lang nicht mehr gesehen. Ja? Und ich würde mal vorschlagen, lass uns direkt reingehen. Komm mal mit, der Chef persönlich ist gerade noch am Schneiden. Chef persönlich, Ulvi ist gerade noch am Haare schneiden, also dauern auch ein bisschen, bis ich drankomme. Aber Leute, eine kleine Geschichte für euch. Eine sehr lustige Geschichte, auch gleich eine sehr schöne Geschichte. Einer der Abonnenten, der hat gesehen, wie ich hier bei Ulvi, bei Tukat mir die Haare schneide. Ja? Und ihn hat das so inspiriert, dass er tatsächlich aus der Schweiz hier nach Stuttgart gekommen ist und sich bei Ulvi persönlich die Haare schneiden lassen. Silvio, an dieser Stelle, Grüße gehen raus. Finde ich richtig geil, dass du das gemacht hast. Ja, und heute sind wir hier, um mir meine Haare zu glätten. Eine Kreatinglättung habe ich bis dato noch nicht gemacht. Ich habe ja relativ lockige Haare, wie man sehen kann. Ich mache das jetzt mal raus. Leute, sehr strubige, sehr lockige Haare. Wir sehen schon wirklich echt struppig, ja, und auch sehr trocken. Und dieses Lockige, hat Ulvi gesagt, geht komplett aus den Haaren heraus. Ja. Also die Haare werden nachher wirklich glatt sein. Aber bevor es jetzt losgeht, muss ich erstmal die Haare gewaschen werden. Ja. So Leute, das Ganze hier heißt Keratinglättung, ja, nicht Kreatin, nicht das Zeug, was sich die Pumper reinhauen, damit sie richtig schöne Muskelmasse bekommen, sondern Keratin. Keratin ist ein Protein, daraus besteht der Großteil der Haare und ja. Ich fühle mich gerade wie so eine Oma, ja. Meine Oma hat nämlich damals auch mal eine Dauerwelle bekommen, hat nämlich immer so ein Ding gehabt. Also es sieht ähnlich aus hier. Die Keratinglättung ist durch und es war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Ulvi. Hat echt wieder Spaß gemacht, hier zu sein. Ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich habe zum ersten Mal das Gefühl bekommen dafür, für Leute, die wirklich sehr dünne und sehr feine Haare haben. Denn ich habe mir gerade einen Mähnband gebunden und das fühlt sich komplett anders an als vorher. Denn meine Haare sind jetzt wirklich super glatt, ja, und auch nicht mehr so voluminös wie vorher. Und vorher habe ich halt einen riesen Bann auf dem Kopf gehabt und jetzt ist der Bann halt wesentlich kleiner und auch wenn ich mit meinen Fingern so durch die Haare durchfasse, das fühlt sich wesentlich weniger an, ja? Also einfach nicht mehr so voluminös. Von daher kann ich verstehen, die Leute, die jetzt irgendwie Probleme haben mit feinen und glatten Haaren, komplett nachvollziehbar aus meiner Sicht. Ich bin jetzt gespannt, wie das noch weitergeht mit der Keratinglättung. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Ich gehe morgen nochmal hier bei Ulvi vorbei, lasse meine Spitzen schneiden und bekommen dann nochmal eine Glättung, dann ist die Keratinglättung auch komplett vollständig abgeschlossen. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange das hält. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen auf meinem Kanal und ja, schauen wir mal, wann die Haare dann schlussendlich auch mal wieder abgeschnitten werden.